sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wir feiern heute den Dreifaltigkeitssonntag und das ist vielleicht für Prediger immer so mit der schwierigste Sonntag im ganzen Kirchenjahr mit diesem Thema der Dreifaltigkeit. Wer kann das schon ganz verstehen? Der heilige Thomas von Aquin, einer der größten Theologen und Philosophen des Spätmittelalters, hat etliche Bände zur Theologie geschrieben. Am Ende seines Lebens hat er so eine Gottesvision gehabt und dann hat er nichts mehr geschrieben. Und er hat gesagt, nachdem ich Gott erfahren habe, nachdem ich eine Erscheinung gehabt habe, da habe ich gesehen, dass alles das, was ich vorher geschrieben habe, von dem allem, was ich geschrieben habe, das weit zurücksteht hinter dem, was ich jetzt geschaut habe. Und das ist wohl wahr, wir können letztlich nichts mit dem Verstande von dieser Dreifaltigkeit erfassen, sondern wir müssen es im Glauben annehmen. Das hat Goethe schon so schön beschrieben. Goethe war kein feuriger Christ gewesen, vor allen Dingen auch mit der katholischen Kirche hatte er so seine Probleme, aber er hatte sich auch mal zur Dreifaltigkeit eben geäußert in seinem Faust. Und da heißt es eben im Gespräch mit seinem Freund Eckermann, da sagt dann Faust, ich glaubte an Gott und die Natur und an den Sieg des Edlen über das Schlechte. Aber das war den frommen Seelen noch nicht genug. Ich sollte auch noch glauben, dass 3 eins sei und 1 3. Aber das widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele. Auch sah ich nicht ein, dass mir damit im Mindesten wäre geholfen wäre. Also diese Dreifaltigkeit, da musste er kapitulieren, sagte, warum muss man es so kompliziert machen? Das ist tatsächlich mit das Komplizierteste am Christentum. Die anderen monotheistischen Religionen, die beiden großen, das Judentum und der Islam, die kennen diese Dreifaltigkeit nicht. Und sie werfen dem Christentum sogar vor, ihr seid im strengen Sinne gar keine monotheistische Ein-Gott-Religion, sondern habt ja doch mehrere Götter. Kommen wir nochmal auf Goethe zurück. Es geht natürlich bei dieser Lehre vom dreifaltigen Gott nicht um Mathematik. Jeder weiß, dass 3 mal 1 nicht 1 ist, sondern dass das schon ein bisschen mehr ist. Und ich darf natürlich auch nicht an eine Glaubenswahrheit herangehen, wie an eine mathematische Formel. So hat das ja ein bisschen Goethe hier beschrieben. Goethe hat aber recht, wenn wir durch den Glauben an den dreifaltigen Gott tatsächlich nicht weiter im Glaubensleben geholfen wäre. Warum muss mich das dann überhaupt interessieren, ob Gott dreifaltig ist oder ob er das nicht ist? Also schon die Frage, was bringt mir das Ganze? Also dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit ist nicht leicht zu verstehen. In der Präfation, im großen Gebet von der Wandlung, das ich heute nachher singen werde, da heißt es heute, und da ist das so in Theologensprache zusammengefasst zur Dreifaltigkeit, mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den 3 Personen eines göttlichen Wesens. Das ist natürlich auch für Normalbürger nicht so leicht zu kapieren. Wie geht das denn? Ein Wesen, aber 3 Personen. Ich hatte heute Nachmittag eine Taufe, da taufe ich natürlich auch auf diesen dreifaltigen Gott, auf Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das gehört zur Quintessenz unseres Glaubens. Über Jahrhunderte haben sich dann die Theologen natürlich auch die Köpfe darüber zerbrochen, wie man denn diese komplizierte Formel irgendwie veranschaulichen kann. Sie haben sich auch gefragt, warum ist das Ganze uns denn so wichtig? Warum sind solche abstrakten Spekulationen, was Gott in sich ist und so weiter, für uns so entscheidend? Der Knackpunkt ist, es geht letztlich eigentlich gar nicht darum, was wir unbedingt wissen müssen. Letztlich wissen wir es nicht, wie unser Gott in sich beschaffen ist. Das könnte uns eigentlich gleich sein, gleichgültig sein. Aber es geht eben um etwas Tieferes. Dieser Gott heißt im Alten Testament, er ist ein Gott mit uns. Und er hat den Namen, er hat eigentlich gar keinen Namen, aber die Umschreibung Yahweh, das heißt, ich bin der Gott, der für euch Menschen da ist. Also, wenn wir der Dreifaltigkeit näher kommen wollen, dann können wir vielleicht sagen, warum kümmert sich Gott überhaupt um uns Menschen? Warum lässt ihn das nicht kalt, nachdem er die Welt einmal geschaffen hat, was mit uns hier passiert? Das ist vielleicht der Ausgangspunkt, wo wir uns diesem Geheimnis Gottes und dem Kern des Christentums im Gegensatz zum Judentum und zum Islam nähern können.
Die Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, die spielen dabei eine große Rolle. Die Menschen haben nämlich gespürt, deshalb heißt er schon im Alten Testament so, Gott ist mit uns. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der ist nicht abstrakt, der kümmert sich um die Menschen. Er überlässt uns Menschen nicht uns selbst und irgendeinem fremden Schicksal, er lässt uns nicht einfach im Stich. Und das ist etwas Wunderschönes. Und das wird am deutlichsten in der Person Jesu Christi. Und das finde ich das Faszinierende und das Intimste am Christentum. Warum für mich eben das Christentum eine Religion ist, die viel menschennaher ist, als eben das Judentum oder der Islam, weil Gott sich in seinem Sohn, jetzt sind wir bei der zweiten Person, uns Menschen offenbart hat, gezeigt hat. Das heißt, er wird mir ein Gott zum Anfassen. Er ist eben in Jesus Christus auch Mensch geworden. So heißt es so wunderschön, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, damit die ganze Welt durch ihn gerettet wird. Also, die zweite Person in der Dreifaltigkeit, Jesus Christus, ist Zeichen, ist Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen, der uns nicht verlassen will und nie verlassen hat. In diesem Jesus von Nazareth, da haben die Menschen zu jeder Zeit auf einzigartige Weise gespürt, Gott kommt uns ganz nahe. Gott ist einer, der ist nicht weit fern im Himmel, sondern der ist mitten unter uns. Er ist nicht der Unnahbare, sondern er ist erfahrbar im Menschen Jesus Christus. Das bedeutet eben auch, Gott geht auf uns Menschen zu. Und vor allen Dingen auf die, die kaum noch Hoffnung haben. Auf die, die Gottes am meisten bedürfen. Und dieser Gott gibt uns Menschen in Jesus unsere Würde zurück. Er lässt uns Menschen spüren, wie sehr wir ihm am Herzen liegen. Und diese unmittelbare Erfahrung von Gott in der Person Jesu Christi, die endet dann auf ganz grausame Weise am Kreuz, wie wir es Karfreitag noch gar nicht so lange her erfahren haben. Da scheint auf einmal alles zu Ende zu sein. Gott ist auf die Menschen zugegangen in Jesus Christus, aber die Menschen haben dieses Heilsangebot Gottes gar nicht angenommen. Die haben ihn sogar getötet. Und in der Auferstehung Jesu Christi, dessen, der getötet wurde, da machen die Menschen dann eine neue Erfahrung. Gott ist nicht weggegangen in Jesus Christus, sondern Gott bleibt auch nach dem Kreuz mitten unter uns Menschen. Und das ist wieder das, was am Pfingsten gefeiert wird und was im Zentrum von Pfingsten steht. Auch wenn Jesus heimgekehrt ist zum Vater, er bleibt trotzdem ganz lebendig unter uns, er lebt in unseren Herzen weiter, in uns will Gott auch weiter den Menschen gegenwärtig sein und seine Liebe die Menschen spüren lassen. Und diese Erfahrung können wir jetzt sagen, das ist die Erfahrung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das Pfingstfest, ist die Geburtsstunde der Kirche. Im Heiligen Geist wird die Liebe Gottes zu uns Menschen lebendig. Im Heiligen Geist lässt er uns immer weiter auch Gemeinschaft erfahren und lässt er uns spüren, dass er ein Gott mit uns ist. Und so ist dieser Glaube an den dreifaltigen Gott gewachsen. Nicht aus irgendwelchen abstrakten philosophischen Spekulationen von ein paar Intellektuellen über das Wesen Gottes, sondern aus einer ganz konkreten Erfahrung von ganz normalen Menschen, die sie mit ihrem Gott gemacht haben. Die Menschen erfahren Gott als den, der als Urgrund, als Ursprung über allem steht, den Vater, von dem alles ausgegangen ist. Und sie erfahren diesen selben Gott, aber auch als denjenigen, der auf die Menschen zugeht, der ihnen in Jesus Christus, in seinem Sohn, in einzigartiger Weise begegnet. Und sie erfahren diesen selben Gott schließlich noch als den, der immer auch nachdem Jesus Christus weggegangen ist, bei ihnen bleibt, der in den Herzen der Menschen lebendig bleibt und der weiter wirken will, hier auf dieser Erde. Und das ist die Erfahrung des Heiligen Geistes. Der Theologe Hans Küng, der ein tiefer Theologe gewesen ist, hat auch ganz Einfaches manchmal beschrieben. Er hat dieses komplizierte Geheimnis von diesem Gott in drei Personen, finde ich ganz treffend, in eine einfache, schlichte Formel gebracht. Dreifaltigkeit, so sagt er, bedeutet, Gott ist der Urgrund von allem über mir, oben. Er ist in Jesus Christus mit mir und im Heiligen Geist ist er in mir. Also über mir, mit mir und in mir. Und das ist, denke ich, ganz gut das, was wir alles überhaupt nur sagen können über diesen Gott.
Was also die christlichen Theologen in vielen Jahrhunderten in komplizierten Worten über die Dreifaltigkeit formuliert und entwickelt haben, das ist nichts mehr als das andere, was wir schon im Alten Testament in diesem Gottesnamen Yahweh gehört haben. Ich bin der Gott, der ist da für euch. Und ich bin der Gott, der mitten unter euch ist. Wir dürfen an diesen Gott glauben, der uns einlädt zur Gemeinschaft mit ihm und der uns Zugang geschaffen hat zur Anteilnahme an seinem göttlichen Leben. Also ein Gott über uns, mit uns und in uns. Und das feiern wir heute an diesem Festtag. Und das ist das Schöne, was das Christentum, denke ich, zu einer so engen Verbindung führt zwischen Gott und Mensch, zu einer sehr lebensnahen Religion.